Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf auch ganz herzlich begrüßen die Besucher auf der Tribüne, vor allem auch ganz herzlich die kleine Delegation aus Tiefenort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Debatten dieser Woche verfolgt, die Überschriften in den Gazetten, dann könnte man den Eindruck gewinnen, das Hauptthema zurzeit sei in dieser Haushaltswoche die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern oder die Flüchtlingskrise. Man konnte hören, wie verheerend die letzten 12 Monate waren und was alles mit der Flüchtlingskrise zerbrochen sei. Das Vertrauen der Menschen zur Politik, die guten Sitten der Gesellschaft, das respektvolle Miteinander. Und es ist fast zum Sport geworden, unsere Gesellschaft und auch eben die Politik in ein schlechtes Licht zu rücken. Und deswegen will ich die Gelegenheit nutzen, hier an dieser Stelle ganz klar zu sagen, auch die letzten 12 Monate waren gute 12 Monate für Deutschland. Jedenfalls, wenn man zugrunde legt, was vielleicht das Wichtigste ist, nämlich der Wohlstand und die soziale Sicherheit für die Bürger in unserem Land. Es geht der Wirtschaft und den Bürgern in diesem Jahr besser als im letzten Jahr. Und genau das schlägt sich natürlich auch im Haushalt nieder, den wir heute anberaten. Kollege Haase hat schon darauf hingewiesen, wir haben wiederholt eine schwarze Null, einen ausgeglichenen Haushalt. Wir sind in der Lage zu investieren, mehr als in den vergangenen Jahren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, darauf können wir stolz sein, dass wir das gemeinsam in dieser Weise erreicht haben. Ich denke, wir können froh und stolz sein, dass wir diese großen Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, mit dieser robusten Haushaltssituation meistern können, dass wir eben nicht zusätzlich noch Massenarbeitslosigkeit oder überspannte Haushaltssituationen, Steuerausfälle und Ähnliches haben. Und ich bin jedenfalls auch froh und glücklich, dass sich die harte Arbeit der Menschen und eben auch der Politik der letzten Jahre auszahlt. Und wir heute wieder Spielräume haben, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht hatten. Wir können und wir müssen Schwerpunkte setzen, aber wir können das eben auch. Und ich denke, bei aller Mühsal, die manchmal die Arbeit auch innerhalb der Koalition vorliegt und mit sich bringt, muss man doch sagen, dass wir das, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zum großen Teil gemeinsam erreicht haben. Wenn wir deshalb jetzt hier heute den Etat für Bau, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit beraten, sehen wir, dass wir einen Aufwuchs haben, einen deutlichen Aufwuchs, so wie im Übrigen in allen anderen Etats auch. Das ist ein Zeichen der Stärke unseres Landes und auch unserer Gesellschaft. Und ja, das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern hat auch mich betrübt. Aber die meisten Wähler, die sich der AfD zuwendeten, taten dies nicht in Ansehung des Wahlprogramms, das haben die meisten wahrscheinlich gar nicht gelesen, sondern eher aus dem unterschwelligen Gefühl heraus, gegen die Globalisierung und die Flüchtlingsfolgen ein Zeichen setzen zu wollen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass Staaten und Völker weitgehend macht- und wehrlos den unsichtbaren Mächten der Globalisierung ausgeliefert zu sein scheinen, die ihnen gleichsam als Preis für billige chinesische Handys Flüchtlingsströme aus allen Armuts- und Kriegsgebieten der Welt bis vor die Haustür spülen. Die ganze Debatte um die Flüchtlingskrise führt dazu, dass die wahre Brisanz vielen unklar bleibt. Wenn es um Flüchtlinge geht, denken die meisten an Krieg und Terror. Doch weit mehr Menschen werden von Dürren, Fluten oder Stürmen vertrieben. Und auch wenn es in letzter Zeit schon fast verzweifelt klingen mag, dass man Fluchtursachen bekämpfen müsse, nichtsdestotrotz, es ist die Wahrheit. Es ist die einzige Möglichkeit, die hässlichen Begleiterscheinungen der Globalisierung und auch des Klimawandels anzugehen. Bekämpfung der Fluchtursachen und Stabilisierung der Nachbarländer war übrigens der erste Punkt des von unserer gemeinsamen Koalition verabschiedeten Flüchtlingspaketes. Was einleuchtend klingt, ist in der Realität häufig mühsam und häufig auch schwierig umzusetzen. Das Auswärtige Amt und auch das Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit arbeiten schon lange hart an dem Flüchtlingsthema, häufig ohne dafür in der Öffentlichkeit besonderen Applaus bekommen zu haben. Aber dass es seit vielen Jahren auch eine internationale Klimaschutzinitiative im BMUG gibt, werden wahrscheinlich nur ganz wenige Eingeweihte wissen. Aber auch dies leistet einen ganz wichtigen strategischen Beitrag, Flüchtlingsströme zu vermeiden
und gezielt an deren Ursachen anzusetzen. Mit der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung werden Projekte unterstützt, die helfen sollen, den globalen Treibhauseffekt zu begrenzen und Menschen dazu zu befähigen, mit den Folgen des Klimawandels besser zurechtzukommen. Zwar gab es Wetterextreme zu allen Zeiten, doch sind sich die Forscher weitgehend einig, dass die Erderwärmung, Hitzerekorde, lange Dürren, heftige Regenfälle und Stürme häufiger werden lässt. Im Schnitt der vergangenen 8 Jahre vertrieben Naturkatastrophen mehr als 20 Millionen Menschen jährlich aus ihrer Heimat. Allein 2015 traf es 19,2 Millionen Menschen weltweit. Vor Krieg und Gewalt flohen im letzten Jahr ca. 8,6 Millionen Menschen. Ich denke, allein diese Zahlen sprechen schon für sich. Die erneute Erhöhung der Mittel für die internationale Klimaschutzinitiative sind im Haushalt für BMUB um knapp 50 Millionen erhöht. Und ich glaube, das tut auch Not. Und selbstverständlich werden wir in Deutschland unseren internationalen Verpflichtungen, die wir auch in der Klimaschutzkonferenz eingegangen sind, nachkommen. So wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch, werden wir in Deutschland weiter unserer Führungsrolle und Verantwortung im internationalen Klimaschutz nachkommen. Gut, dass jetzt auch Länder wie China und die USA mit auf diesem gemeinsamen Weg unterwegs sind und gerade in der letzten Woche das letzte Klimaschutzabkommen von Paris ratifiziert haben. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Dass wir die Investitionen in den nächsten Jahren weiter verstärken müssen, daran kann doch gar kein Zweifel bestehen. Wir müssen dafür aber auch mehr privates Kapital mobilisieren. Der von der IKI finanzierte globale Klimaschutzfonds ist zum Beispiel ein Mittel dafür. Der Fonds fördert vorrangig Geschäftsbanken und auch Nichtbankenfinanzinstitute wie Leasinggesellschaften in den Zielländern. Deren Aufgabe ist es, Investitionen für kleine und mittlere Unternehmen und Privatleute in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Maßnahmen zur Treibhausgasvermeidung zu ermöglichen. Hier handelt es sich um einen revolvierenden Fonds, dessen Kapital durch die Kreditrückzahlung wieder aufgestockt wird. Solchen zusätzlichen Finanzierungsinstrumenten sollte mehr Beachtung geschenkt werden, da sie eine sich selbst tragende Finanzierungsstruktur beinhalten und das öffentliche Kapital als Risikopuffer für private Investitionen dienen kann. Was den nationalen Klimaschutz betrifft, sind wir gut aufgestellt. Die nationale Klimaschutzinitiative leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der nationalen Ziele. Sie fördert und initiiert Projekte, die zur Senkung der Treibhausgasemissionen beiträgt. Innovative Konzepte werden erprobt, weiterentwickelt und in die Breite getragen. Ebenso werden innovative Modellprojekte für den Klimaschutz vorangebracht. Die Bundesregierung hat sich, ja, ist schon angesprochen worden, das Ziel gesetzt, bis 2050 um 80-95% gegenüber dem Basisjahr 1990 die Treibhausgasemissionen zu senken. Dafür sind in der Tat gewaltige Anstrengungen notwendig, bei denen jeder Sektor, ganz gleich ob Industrie, Verkehr oder auch Privathaushalte, ihren Anteil bringen müssen. Über den Weg dahin kann man natürlich trefflich streiten. Auch das ist heute schon deutlich geworden. Meine Fraktion ist der festen Überzeugung, dass in einer sozialen Marktwirtschaft auch und gerade der Markt besonders berücksichtigt werden muss und sich nicht allein auf das Ordnungsrecht berufen werden kann. Wenn wir sehen, dass sich zum Teil auf das Ordnungsrecht berufen wird, ohne die Chancen von sozialer Marktwirtschaft mit den Klimaschutzzielen in Einklang bringen zu wollen, halten wir das für hochproblematisch. In der Gesamtstrategie müssen wir also darauf achten, Markt, Innovation und Wettbewerb in den Blick zu nehmen. Und wenn man, wie im BMUB erfolgt, wie mit einem Blick in die Glaskugel schauen will, was im Jahr 2050 vernünftige technische Möglichkeiten sein könnten, der verkennt, glaube ich, dass die technologischen Fortschritte erstens viel, viel schneller sind, als wir das alle erwarten, und zweitens in einer Weise, wie wir sie überhaupt nicht aus heutiger Sicht abschätzen können. Bill Gates hat sicherlich vor 20 Jahren überhaupt nicht erwarten und abschätzen können, wie sich zum Beispiel das Internet bis heute entwickelt. Und trotzdem zimmert das BMUB schon jetzt eine Zukunftsvision für 2020. Ich glaube, das ist problematisch. Sehr geehrte Frau Ministerin, so wie es der Kollege Groß gerade schon in einem anderen Bereich angesprochen hat, gilt auch hier: Bleiben Sie technologieoffen.
Wir haben Ziele, auf die wir uns verständigt haben, aber wir müssen technologisch offen bleiben, wie wir diese Ziele erreichen können. Dazu wollen wir als Union gern unseren Beitrag leisten. Ich freue mich auf die kommenden Haushaltsberatungen und auf die weiteren guten Ergebnisse, die wir ganz sicher erzielen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.